Ja, Weidmanns Heil an die Geräte zu Hause, hier heute aus dem Heidehof Golmberg in Brandenburg. Neben mir steht wieder der Kai-Uwe Kühl. Kai-Uwe, wie ist es heute gelaufen? Also ich denke, ähnlich wie gestern. Wir hatten ja gestern, ich glaube, 55 Stück Schalenwild liegen. Und wenn ich jetzt da auf den Platz gucke, da wird immer noch Wild angeliefert. Und ich denke, das kann sogar eine Strecke werden, die ähnlich ist wie die von gestern. Es kam viel Rotwild in Anblick, viel Schwarzwild in Anblick, Rehwild und auch Dammwild. Fuchs kam auch in Anblick. Also es war alles da, was das Revier zu bieten hat. Jetzt muss ich mal das Mikrofon wieder in die richtige Position bringen. Runder Jagdtag sozusagen. Nun ist es ja so, dass wir jetzt, das ist glaube ich das vierte Mal, dass wir jetzt dieses Jahr zusammen was zusammen machen. Ja. Und wir hatten ja schon ein paar Drückjachten, wo das mit dem Schwarzwild ein bisschen schwierig war. Hier lief das heute, oder besser gesagt an diesem Wochenende, ganz anders, ne? Ja, also das war auch das, was uns gestern völlig überrascht hat, dass wir so viel Schwarzwild auf der Strecke hatten. Natürlich eine ganze Reihe adulte Stücke, aber auch eine ganze Reihe Frischlinge. Allerdings auch hier die Frischlinge körperlich, nicht mehr gestreift, aber körperlich doch in einem schwachen Zustand. Die adulten Stücke dafür umso feister. Und wir hatten aber mehr Schwarzwild als je vermutet. Und das liegt aber auch daran, es handelt sich hier um ein Privatrevier, wo eben auch für das Schwarzwild was gemacht wird und nicht, was jetzt der geneigte Betrachter denkt, hier wird Unmengen an Mais rausgefahren oder ähnliches, das passiert hier nicht, sondern hier gibt es natürliche Esung und insbesondere durch die Eichen- und Buchenmast haben die dieses Jahr reichlich Nahrung und Möglichkeiten, Stoffwechselüberschuss zu produzieren. Und man sieht es ja auch an den schweren Stücken. Also hier zu sagen, wir begrenzen bei Überläufer auf 60 Kilogramm, das fällt bei etlichen Überläufern schwer, ja, weil die schon weit drüber sind. Und auch die stärksten Frischlinge lagen erstaunlicherweise, auch wenn wir viele Schwache haben, bei 47 Kilo. Ja, also das heißt, die gut durch den Sommer gekommen sind, die eine Bache hatten, die laktiert hat, von der sie gut Muttermilch bekommen haben und die sie dann dahin geführt hat, wo sie auch tierisches Eiweiß aufnehmen können, die sind körperlich gut in Schuss. Andere deutlich weniger. Aber hier wird eben auch was für Schwarzwild getan, indem man eben nicht dafür sorgt, dass das Schwarzwild Wasser hat. Ja? Dass die Feuerlöschteiche voll sind, dass die Suhlen voll Wasser sind. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, wurden im Sommer und Frühjahr, Sommer, Herbst bis zu 5000 Liter alle drei Tage rausgefahren in diese Teiche, um dem Wild Wasser zu bieten. Und nichts mehr, kein Mais oder ähnliches. Wir sind ja große Agrarsteppen drumherum, aber Sauen brauchen Wasser und deswegen haben wir ja schon seit, weiß ich, 15, 17 Jahren immer hier kontinuierlich gute Schwarzwildstrecken, weil eben auch vom Waldbesitzer auch was für Schwarzwild getan wird. Also da geht Naturschutz und Jagen Hand in Hand? Ja, weil Naturschutz kann man das jetzt nicht nennen. Aber es ist so, wir haben ja nicht nur die Aufgabe, Schwarzwild tot zu schießen. Das ist ja im Moment. Das war ja das Thema, was wir gestern Abend schon besprochen hatten. Ne? Ja. Da gab es ja auch eine kritische Anmerkung von dir. Ne? Ja, ich sag mal so, wenn wir uns jetzt hier so zu Schädlingsbekämpfern degradieren lassen als Jäger, nach dem Motto, wir müssen jede Sau tot schießen, die kommt und weil eine drohende ASP kommt, dann sage ich auch, und das merkt man jetzt auch, dass die Jäger mit dieser ganzen Situation eigentlich auch nicht zufrieden sind. Es kann ja nicht angehen, dass wir hier wie wahnsinnig auf Schwarzwild jagen und eigentlich die, für die wir das tun, so weitermachen wie bisher. Es muss doch mal ein Konzept her, das habe ich schon mehrmals angemahnt, wie wir in Zukunft bundesweit die Sauen bejagen, nach welchen Kriterien. In einem Bundesland gibt es Abschussprämien und so weiter und so fort. Aber wir sind doch als Jäger, wie ich schon mehrfach gesagt habe, völlig vernachlässigt worden bezüglich einer Unterstützung. Wir kriegen immer noch keine anständigen Preise für dieses hochwertige Wildfleisch. Ja? Und, teilweise wird das ja aus anderen Ländern importiert. Ne? Ja, wenn man sich das vorstellt, das ist ja kommt absurd. Ja, das ist beim Rotwild so, dass es aus Neuseeland kommt. Das ist aber eine richtige Industrie. Man muss sich das mal anschauen. Das ist hochwertiges Wildfleisch. So, aber wir produzieren doch hier hervorragende Wildqualitäten. Und, aber wenn ich das richtig sehe, erste Ansätze gibt es doch da. Tönnies sagte doch, dass er Schwarzwild abnehmen will den Jägern. Ja, da sage ich mal, dieses Gerücht, das hatte mich auch bei Outfox World im Frühjahr erreicht. Diese Aussage, als wir auch in der Diskussion mit dem Umweltministerium waren, wie geht es weiter,
und so weiter und so fort. Aber meines Wissens nach gibt es von Tönnies und Westfleisch überhaupt gar keine feste Zusage. Ich glaube, unser Landesjachtverband ist da ein bisschen nach vorne geprescht in NRW. Weil mir ist das bisher nicht bekannt, dass es diese Aussage gibt. Und man müsste natürlich jetzt auch dringend, wir sind mitten in der Saison, ja, und wir haben hier wahrscheinlich heute in Summe mit gestern 80, 90 Stück Schwarzwild liegen, für diesen ordentlichen Preis geben sollte von mindestens 2 Euro pro Kilogramm. Aber wir Jäger sind doch völlig, völlig alleingelassen. Ja? Es ist von der Politik nichts gemacht worden, außer zu sagen, schießt alle Schweine tot. So, und ich bin froh, ich hatte gestern noch Gespräche mit Hessenforst, auch mit dem Forstamt Rheinhard-Zagen, wo wir ja ab Montag sind. Da wird also konsequent auch der Mutterschutz weiter berücksichtigt. Also Frischlinge erst und dann darf die Bache geschossen werden und Bachen, die eben angesaugte Zitzen haben, im Grunde genommen Strich, da, und wenn die erlegt werden, dann gibt es eine Selbstanzeige. Und das ist auch vernünftig, weil für mich gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass wir jetzt hier wie verrückt auf Schwarzwild jagen, ja, um hier irgendwem anderen zu dienen. Ja. Wir jagen ja aus großer Freude und hier wird eben auch das Schwarzwild noch gehegt. Ja? Und dann wird ein-, zweimal im Jahr wird abgeschöpft, ja? Und man lässt dem Schwarzwild Ruhe und sorgt dafür, dass die Lebensräume gut sind und die Feuerlöschteiche, Wasserlöschteiche und wie die ja alle heißen und die Suhlen mit Wasser bestückt sind, dann lässt man das Schwarzwild in Ruhe und dann machen wir an 2 Tagen eine große Jagd. So, und wenn dann hier 80 Sauen liegen mit einem anständigen Aufbau von den Altersklassen, ist ja alles gut, aber dass wir Jäger uns jetzt hier alle vor den Karren spannen lassen und sagen, wir müssen jetzt, unsere Exportnation zu retten, alle Schweine totschießen, das halte ich persönlich immer wieder, Kai-Uwe Kühl persönlich, für völligen Quatsch. Ja, könnte das zum Boomerang werden? Ja, es kann zum Boomerang werden, wenn jetzt hier wirklich bundesweit Bachen geschossen werden. Ich glaube, dass der eine oder andere Jäger sich wirklich hat hinreißen lassen und hat auch bei Mond oder Neumond oder wie auch immer auch mal Stücke geschossen, die führend waren. Ja? Weil gesagt wurde ja auch bei uns in NRW, Frischlinge, die nicht gestreift sind, oder Bachen, die Frischlinge haben, die nicht mehr gestreift sind, sind nicht führend. Ist ja wildbiologisch völliger Quatsch. Ja? Nur um diesem drohenden ASP-Thema irgendwas anbieten zu können oder dem entgegentreten zu können. Und ich glaube, dass da schon etliche adulte Stücke geschossen wurden. Die Experten sagten schon im Frühjahr, da war ich auch mit dem Herrn Müller-Schallenberg, unserem Landesjachtverbandspräsidenten, einig. Der sagte auch, hoffentlich wird der Mutterschutz weiterhin berücksichtigt. Und ich sage auch, es müsste eigentlich mal grundsätzlich bundesweit eine Regelung geben. Wie wollen wir denn das Schwarzwild bejagen? Die einen zahlen Prämien für den Abschuss, dann hinterher weiß keiner, wohin mit dem Wildbrett und so weiter. Und wenn die Länder und der Bund es möchten, dass das eine vernünftige, ordentliche Bejagung wird, die auch dem Thema ASP entgegentritt, dann sollte es zentral geregelt werden? Könnte man das durchaus mal wieder zentralisieren. Ja? Wir sind ja sehr föderalistisch aufgestellt, deswegen haben wir auch diesen... Geht ja in anderen Ländern auch so, ne? Dass es halt einfach eher so zentral gelagert ist. Das geht und da gibt es eine klare Vorgabe. Wir sind sehr föderalistisch inzwischen aufgestellt. Jeder kann machen, was er will. Und so passiert es ja im Moment auch. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ich meine, wir haben 160.000 Sauen mehr geschossen als im Vorjahr und jetzt dieses Jahr werden wir sehen, wie das ausgeht. Aber ich sage auch diese faszinierende Wildart Schwarzwild, die bedarf einer gewissen Fairness und einer weitgerechten Bejagung. Mehr möchte ich persönlich gar nicht mehr dazu sagen. Ja? Ich habe da meine Meinung zu und ich glaube, dass ich da nicht alleine bin. Du sagst es gerade schon, Weitgerechtigkeit. Ne? Wie seht ihr die Sache? Wir würden uns natürlich freuen, wenn da wieder mal ein paar Kommentare dazukommen. Und das nächste Mal sehen wir beide uns dann wo? Wir sind ab Montagabend im Repräsentationsrevier der Hessischen Landesforsten im Reinhardswald, Forstamt Rheinhard-Zagen. Dort, wo die Saberburg ist, in dem Großbereich sind wir Dienstag und Mittwoch. Und es ist einer unserer Klassiker an Jagden und da werden wir wieder berichten. Wir sind mal gespannt, wie sich da die Situation zeigt. Denn im letzten Jahr Windbruch ohne Ende, ne? Ja, letztes Jahr hatten wir dort über 100 Sauen geschossen. Es war eine Rekordstrecke und ich glaube 40 Stück Rehwild an den 2 Tagen mit 40 Jägern. Und dieses Jahr im Frühjahr ist das Forstamt so gebeutelt worden. Ich glaube 25% der Fläche liegt am Boden. Ja, da ist noch Sturmholz ohne Ende.
Und soweit ich informiert bin, ist die K&K-Yacht die einzige, die dieses Jahr durchgeführt wird. Und wir werden davon berichten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dieses Jahr darstellt. Und wir werden an den Weserhängen jagen, unter anderem und wieder ein Waldhaus. Also es wird für alle wieder interessant. Also einschalten.